Na doch, was man zumindest in der Hand hat, ist die eigene Leistung. Und da bin ich davon überzeugt, dass die Jungs da auch alles raushauen werden. Das haben sie das ganze Jahr gemacht, damit werden wir jetzt nicht aufhören. Die Trainingswoche war dementsprechend gut. Alles, was wir umsetzen wollten, haben wir gemacht, sodass wir sehr konzentriert, entschuldigt bitte, nach Stuttgart fahren können. Das, was uns da erwarten wird, ist natürlich eine Mannschaft, die dann dementsprechend auch alles dagegen setzen wird. Warum? Weil Stuttgart natürlich noch versuchen wird, eben den Platz höher zu erreichen, um aus der Relegation noch rauszukommen. Und für uns gilt es einfach darum, das Spiel gewinnen zu wollen. Das ist das Erste. Dann dementsprechend natürlich auch alles daran zu setzen, das Spiel zu gewinnen, um dann vielleicht die Möglichkeit zu haben, Platz 6 noch zu erreichen. Und dementsprechend fahren wir auch so dahin. Also wir haben sind normal in unsere Abläufe gegangen. Das, was wir, also wir haben auch nichts verändert, weil erstmal muss man nichts verändern. Zweitens sind wir uns schon bewusst, was diese Saison gut war, und wir wissen auch, was nicht gut war. Und das wirst du in jeder Saison haben. Aber grundsätzlich geht es einfach darum, dann bei dir zu bleiben und klar zu bleiben. Wir haben vor dem Wolfsburg-Spiel schon gesagt, dass es bis zum letzten Spieltag geht. Auch da haben wir gesagt, mit dem Feiern, das sollten wir lassen. Das hat auch nichts mit dem Ergebnis Wolfsburg zu tun, sondern einfach, dass du bis zum Schluss einfach um was spielst. Und das ist ja eingetroffen. Und jetzt versuchen wir einfach das Bestmögliche. Und das Bestmögliche muss zuerst sein, dass du ein Spiel gewinnst. Das wird schon schwer genug. Und danach können wir gucken, wie es woanders aussieht. Aber grundsätzlich ist die Bundesliga mittlerweile so aufgestellt, dass jeder jeden schlagen kann. In der jetzigen Situation kann sogar wirklich jeder jeden schlagen. Also geht es einfach darum, dann deine Leistung zu bringen. Das ist das Erste und das Wichtigste. Und was dann kommt, werden wir sehen. Aber nochmal, ich bin mir relativ klar, und das ist wirklich auch ich, bin mir bewusst, dass wir eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Und das lassen wir uns auch nicht nehmen. Auch nicht von einem eventuellen negativen Ergebnis am Samstag. Trotzdem werden wir alles daran setzen, ein positives Ergebnis zu haben.